So, es geht gleich los mit der One Minute Madness. Wir haben 43 Datensets dabei. Das heißt, es wird jetzt hier spannend und eine sehr, sehr wilde Themenmischung sein, was wir hören. Diese Datensets stehen auf dem Datenportal von Coding Da Vinci auf der Seite www.codingdavinci.de. Stehen diese online unter der Datenauswahl Event Ost hoch 3 2022, also zu Hause. Sie können gerne parallel so ein bisschen gucken vielleicht, aber die Hauptaufmerksamkeit ist heute jetzt zu diesem Zeitpunkt erstmal hier auf der Bühne. Genau, dann würde ich schon mal den ersten Vertreter ans Pult bitten oder die ersten. Genau, das ist Stefan Geiser. Das müsste jetzt hoffentlich passen. Passt genau. Wunderbar. Wunderbar, dann passen die Vorbereitungen auch. Er stellt das Datenset vor zur historischen Porträtsammlung von der BBK Bildagentur, die zur Staatsbibliothek zu Berlin gehört. Und wir sind gespannt, woher diese Bilder stammen. Die Minute startet jetzt. Mitte des 19. Jahrhunderts kamen Fotografien im Karte-Visit-Format in Mode. Diese haben das Maß der damaligen Visitenkarten, wodurch sie ihren Namen erhielten. Die inszenierten Aufnahmen zeigen überwiegend Porträts von Politikern, Fürsten, Adligen und KünstlerInnen. Als begehrte Sammelobjekte wurden sie zwischen 1860 und 1895 von renommierten Fotografenateliers in Paris, London und Berlin angefertigt und ihre Popularität hielt bis in die 1920er Jahre an. Die Fotografien wurden partiell zusätzlich von Hand koloriert und die Rückseiten tragen zum Teil ausgefallene Stempel. Das Datenset des BPK-Bildarchivs besteht aus 2300 Scans dieser historischen Porträtfotografien inklusive Metadaten. Folgende Projekte wären aus unserer Sicht denkbar: die Bildanalyse mit KI-Unterstützung, die Entwicklung eines Online-Memories oder auch die Entwicklung einer kleinen App, mit der Schüler eigene Biografien zu den historischen Personen schreiben und verschicken können. Wir freuen uns auf eure Ideen und Vorschläge und auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit euch in den Projekten. Die Minute, wunderbar. Wir hatten da gerade gehört, KI mit den Bildern, da wäre was denkbar. Da vielleicht auch der Hinweis für morgen. Wir haben morgen auch einen Workshop dabei zum Thema KI in Bildern. Das könnte dann vielleicht auch ein interessanter Link sein, auch für Sie interessant, zu diesem Thema. Wunderbar. Dann hat das schon mal wunderbar funktioniert. Wir gehen direkt weiter zum Datenset Nummer 2. Da kommt Steffi Fribolin zu uns. Vom Deutschen Damast- und Frottee-Museum Groß-Schönau. Frottier, Entschuldigung. Sind verschiedene Sachen. Entschuldigung, kann passieren. Genau, und das Datenset heißt Schatzkammer der Damaste und wir sind gespannt, wer hinter diesen Geweben oder was hinter diesen Geweben steckt. Ihre Minute beginnt jetzt. Kriege ich auch eine Folie? Ja. Gut. Also, ich hisse nicht die weiße Fahne. Ich habe hier mal so einen Damast mit, auf den ersten Blick. Ja, vermutlich relativ langweilig. Auf den zweiten Blick erschließen sich traumhafte Muster. Und ja, auf der Folie sieht man es, was da noch dahinter steckt. Die Nähe zur Programmierung ist entstanden praktisch in einer speziellen Technik, die sozusagen schon vor 2000 Jahren Programmiersprache aufgegriffen hat. Interessant, die Wahnsinnsarbeit, die drin steckt und dadurch natürlich auch den Wert, den man darstellt oder den so ein Damast darstellt, Gegenwert einer Tischdecke, ein Dreiseitgehöft. Das Material, die Verwendung, die Bedeutung, was ist für euch interessant? Jeder sieht was anderes drin, der eine sieht eine langweilige weiße Decke und der nächste sieht im Endeffekt einen kostbaren Wertgegenstand. Das ist super prägnant, alles reingepackt, wunderbar. Genau, der Gong ertönt übrigens immer nach genau der einen Minute. Dann wissen Sie, ob Sie noch ein paar Sekunden über haben oder vielleicht schon über der Zeit sind. Wir kommen jetzt zu unseren Gästen aus Krakau, aus dem Nationalarchiv in Krakau. Zum Datenset kartografische Sammlung ausgewählte Objekte. Welche Stadt oder welche Städte die Karten zeigen, werden Sie uns jetzt verraten. Die Minute beginnt jetzt. Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy z Archiwum Narodowego w Krakowie. Pozdrawiamy wszystkich uczestników hackathonu.
Przygotowaliśmy, nasze archiwum przechowuje materiały od XII wieku po czasy współczesne. Do hackathonu przygotowaliśmy widoki i plany miast ze zbioru kartograficznego. Zwłaszcza widoki są bardzo ciekawymi obiektami, można je oglądać godzinami, znajdować ukryte w nich detale, mogą nawet stać się elementem stroju. Wśród tych detali znajdziemy tak ciekawe rzeczy, jak na przykład orszak królewski zmierzający do Pałacu Letniego, czy elementy architektoniczne, fortyfikacje, scenki rodzajowe, ludzi przy pracy. To wszystko nam daje wyobrażenie o tym, jak żyli nasi przodkowie i w jakiej przestrzeni to ich życie się toczyło. Dzięki temu my dzisiaj możemy stać się tak naprawdę turystami, którzy zwiedzają miasto z przeszłości. A kto z nas nie chciałby odbyć takiego spaceru po tym mieście sprzed kilkuset lat? Wahnsinn. Noch eine Punktlandung. Das klappt ja wie am Schnürchen. Wunderschön auch diese Vorbereitung mit Assistenz, dass da zu zweit so aktiv gearbeitet wurde. Vielen Dank für diese anschauliche Präsentation. Wir gehen weiter zum Deutschen Stuhlbaumuseum Rabenau. Frau Simon, die Museumsleiterin, wird uns jetzt zu dem Datenset Stile, Stühle, Meisterwerke näher bringen, worum es darin geht. Und die Minute startet jetzt. Ja, hallo zusammen. Ich weiß, ihr seid alle verkabelt. Darf ich euch trotzdem bitten, aufzustehen, ganz kurz. Lasst uns fasten, sitzen fasten für eine Minute nur. Denn wir tun es alle, wir tun es immer wieder. Die Menschheit sitzt auf Stühlen. Und bei unserem Museum geht es natürlich um Stühle. Wir erzählen die Geschichte der Herstellung von Stühlen aus Holz. Und wir sammeln sie natürlich auch. Unser Datenset sind 26 digitale Fotos wunderschöner Stücke aus Holz. Lasst uns gemeinsam nachdenken, was der Stuhl bedeutet in der Kunst und in der Kunstgeschichte. Ist er Zeitzeuge? Ist er Kunstobjekt? Ist er Symbol? Er kann alles sein und deswegen kann man so viel damit machen. Ich freue mich auf eure Ideen und auf das, was da auf uns zukommt. Wunderbar. Bis jetzt hat noch keiner die Minute überschritten. Also ich bin wirklich begeistert, dass das bis jetzt noch nicht passiert ist. Wir gehen jetzt nach Leipzig und zwar zur Einrichtung Digital Organology im Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig. Da haben wir das Datenset 4 Musikinstrumente aus 4 Jahreszeiten, multimodale Forschungsdaten. Nicht Jahreszeiten, Jahrhunderten. Oh, Jahrhunderten. Ich war schon beim Frühling, ich habe auf den Frühling gewartet, also aus 4 Jahrhunderten, nicht 4 Jahreszeiten. Genau, multimodale Forschungsdaten und welche Musikinstrumente das sind, hören wir jetzt. Ihr seht hier Gottfried Silbermann, einen der bedeutendsten Orgelbauern des Barocks. Aber warum sieht er so deprimiert aus? Insgeheim war Gottfried großer Fan von Popmusik. Nur leider war dieses Genre zu seiner Zeit noch nicht erfunden. Er hätte sich gewünscht, dass seine Orgeln mit poppigen Tunes bespielt würden. Und ihr könnt seinen Wunsch jetzt wahrmachen. Und Pop-Hits auf einer Silbermann-Orgel aus 1723 spielen. Wir, die Digital Organology des Musikinstrumentenmuseums der Uni Leipzig, betreiben als interdisziplinäre Forschungsstelle Projekte rund um Musikinstrumentenkunde und die Digitalisierung von Instrumenten. Wir bieten euch vielfältige Daten zu 4 historischen Instrumenten aus 4 Jahrhunderten. Dazu gehören allerhand Metadaten, zum Beispiel zur Herstellung der Instrumente, präzise Messdaten zu den Instrumenten, hochauflösende Fotos und natürlich umfangreiche Tonvorräte. Wir freuen uns auf euch. Wunderbar, vielen Dank. Dann reisen wir von Leipzig nach Erfurt zur Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt. Frau Petra Weigel wird uns zum Datenset Georg Forsters Entdeckung der Südsee näher bringen, worum es da eigentlich geht. Bitte. Forster von A bis Z. A wie Abenteuer. Forster geht auf Weltreise. Er malt B Bilder der Südsee für C Cooks zweite Weltumsegelung. Er sammelt D Daten, E Erfahrungen und er zeichnet von F bis R. Farne, Graukopfadler, Hasenkopffische, Ibisse, Karten, Lilien, Möwen, Neuseelandflachs, Oregano, Pompadour-Sittiche, Rußalbatrosse. Diese Bilder liegen heute in S-Sammlungen.
die von London über Gotha bis Sydney reichen. Sie sind stillgestellt, deshalb T wie Tau auftauen. Und unsere Geschichten erzählen mit V vielen neuen Ideen, W webbasiert mediales Crossover und Z zuletzt zu viel Worte. Es braucht Abenteuer, also A auf Anfang und ihr seid recht herzlich eingeladen. Wunderbar, wieder in der Zeit geblieben. Das läuft wie am Schnürchen hier. Jetzt hören wir von Tobias Rietz von der Gedenkstätte Bautzner Straße Dresden mehr zum Datenset dort und hier, verschobenes Gedächtnis. Ich weiß, dass da Zeitzeugen involviert sind und bin gespannt auf die Vorstellung des Datensets. Sie können jetzt starten. Das Thema ist leider wieder aktuell. Wir sehen die entsetzlichen Bilder von diesem nahen, fernen Krieg. Flucht und Vertreibung, auch bei uns das Thema von 12 Menschen, 12 Schicksale, 12 Interviews, die in Kollaboration mit 5 Ländern geführt wurden. Es sind 12 Menschen, die in der Kindheit ihre Heimat verloren haben und erzählen, wie es ihnen heute damit geht. Ein Wunsch von uns wäre vielleicht, diese riesigen Migrationsströme nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie zu visualisieren. Vielleicht wäre das möglich. Mit einer konkreten Vorstellung, vielen Dank. Das hilft natürlich auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass man eine kleine Richtung hat, in die man denken könnte. Jetzt gehen wir nach Brünn, zur Moravska Zemska Knihovna v Brně. Wir hören da mehr zum Datenset Maps and Pictures of Brno, also Karten und Bilder von Brünn. Martina Smetankova und Petr Šabička würde ich dann bitten, die sind nicht, ach so, alles klar, dann bitte. Dobrý den, kolega bude sedět v hledišti, já jsem z Moravské zemské knihovny a my v knihovně jsme se rozhodli, že vám představíme tu knihovnu trošku jinak. V češtině slovo knihovna je spojeno se slovem kniha, ale knihovna nejsou jenom knihy. Proto jsme vás chtěli vzít vlastně na procházku vlastně po historickém Brně. Máme tady vlastně 3 virtuální sbírky. První je o starých fotografiích a obrázcích z města Brna, druhá sbírka je zaměřená na veduty a třetí sbírka je zaměřená na staré mapy. Můžete se vlastně podívat na Brno od roku 1650 až do konce 20. století zhruba. A uvidíte vlastně, jak se žilo v Brně třem etnikům, a to vlastně Čechům, potažmo Moravanům, Němcům a Židům vlastně v jednom městě, že všichni máme společnou historii. Pozvu. Wunderbar. Genau, das Thema Karten begleitet uns auch gleich weiter zum nächsten Datenset. Das ist vielleicht auch eine kleine Inspiration für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir haben verschiedene Datensets, wo Karten involviert sind. Jetzt hören wir von der Herzogin Anna Amalia Bibliothek von Herrn Schlüter mehr zum Datenset Stadtplan von Paris aus dem Jahr 1739. Bitte. Ja, ich habe vielleicht das kleinste Datenset mitgebracht, was hier überhaupt ins Rennen geht. Es besteht nämlich nur aus genau einem einzigen Objekt. Das ist ein Stadtplan von Paris, wie eben gerade schon gesagt wurde. Dieses Objekt ist allerdings ziemlich groß, nämlich 2,5 Meter mal 3,20 Meter in der Ausdehnung. Man kann das hier auch ganz gut sehen. Und es ist sehr detailreich. Das sieht man auf den Aufnahmen am rechten Rand. Also es ist wirklich auf Straßenzugebene, auf Hausebene erfasst worden. Die Kartografen damals durften die Vorgärten betreten, durften Dachfirste in Paris erklimmen, um wirklich jedes Detail einfangen zu können. Wir haben die hochauflösend aufgenommen in 600 dpi, 48-Bit Farbtiefe, stellen das Ganze als eine 4 Gigabyte große TIFF-Datei zur Verfügung. Auf Wunsch auch noch größer, wer damit arbeiten möchte. Zusätzlich natürlich auch als IIIF-Manifest noch, wenn man das online anknüpfen möchte, Szenarien, die ich mir vorstellen könnte. Ich würde mir wünschen oder ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel Wikipedia-Artikel, die ja schon georeferenziert sind, mit unserer Karte verknüpft und also zusätzliche Informationen bekommt oder Gamification, so eine Art Suchspiel daraus macht. Dankeschön. Der Erste, der überzogen hat. Ich habe drauf gewartet, wann das passiert. Es ist nicht schlimm. Ja, eben, endlich war es soweit. Vielen Dank für die Vorstellung. Wir gehen jetzt zum Leibniz-Institut für Länderkunde. Das Datenset heißt Messtischblätter des Deutschen Reiches zur Provinz Schlesien. Und Herr Toste wird uns jetzt erklären, was denn Messtischblätter eigentlich sind. Bitte. Dzień dobry, dobry den, guten Tag.
Wir, das Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig, stellen topografische Karten, sogenannte Messtischblätter, im Maßstab 1 zu 25.000 der historischen Region Schlesien auf dem heutigen Gebiet der Länder Polen, Tschechien und Deutschland zur Verfügung. Die Karten sind in ihrer Detailtreue einmalig, zeigen jeden Ort, jeden Bauernhof, jede Straße, jeden Dorfteich, jedes Kaff. Sie stammen aus der Zeit von 1883 bis 1943 und wurden von uns mit Reprotechnik mit einer Auflösung von 300 dpi fotografiert. Sie liegen Ihnen als JPEG-Format vor. Auf Wunsch können wir Ihnen auch alle Karten als unkomprimiertes TIFF zur Verfügung stellen. Die mitgelieferten Metadaten für jedes einzelne Blatt beinhalten die Geokoordinaten. Für alle Karten weiterhin haben alle Karten die verzeichneten Ortschaften, Flüsse und Seen, Naturräume und die administrative Gliederung hinterlegt. Eine Idee wäre, entwickeln Sie ein Geoportal, das es auch endlich Laien ermöglicht, Zugang zu diesen wunderbaren Karten zu finden. Okay, vielen Dank. Nicht, dass sich das jetzt hier durchzieht. Ne? Also bei der einen Minute ist auch Schluss. Genau, wir gehen weiter jetzt nach Polen zum Museum der Universität Breslau. Piotr Malak, der übrigens auch unser Projektpartner in Polen ist und sehr fleißig bei den Vorbereitungen mitgeholfen hat, wird uns jetzt mehr erzählen zu akademischen Festtagsgewändern und Amtsketten und wer diese Roben und diesen Schmuck tragen darf. Dazu hören wir jetzt mehr. Dzień dobry. Uniwersytet Wrocławski jest najstarszym uniwersytetem na Śląsku. Powstał w 1702 roku jako dwuwydziałowa akademia jezuicka. Został unowocześniony w 1811 przez Prusy jako pięciowydziałowy uniwersytet i po 1945 roku reaktywowany przez Polaków na bazie materialnego dziedzictwa poniemieckiego. Funkcjonuje do dziś jako jedna z największych i najważniejszych uczelni na Śląsku. Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego zbiera obiekty historyczne związane z przebogatą historią naszej uczelni. Wśród nich możemy widzieć berło srebrne z 1702 roku, czy trudne coś, aksamitna toga z gronastajową peleryną z 1911 roku, czy współczesny pierścień rektorski z 1968 roku. I udostępniamy Państwu 62 slajdy, skany 45 obiektów związanych z ceremoniałem i akademickimi uroczystościami. Perfekt, eine Punktlandung. Vielen Dank. Jetzt hören wir noch etwas aus dem Musterarchiv der historischen Schauweberei aus Braunsdorf bei Chemnitz zum Datenset Webmuster und Textilmaschinen. Und ja, diese aufwendigen Motive werden uns jetzt erklärt. Die Minute startet jetzt. Farben, Muster und Maschinen, eine Geschichte am seidenen Faden, bewahrt im Musterarchiv der historischen Schauweberei in Braunsdorf, der ehemaligen Weberei Tannhauer. Der Begriff Farben steht für eine Vielzahl Möbelbezugs- und Dekorationsstoffe in traumhaften Tönen. Davon bieten wir je ein Set in Gelb und ein Set in Rot. Der Begriff Muster steht für unzählige hochwertige Tannenhauer Stoffe, mit denen stilvoll Innenräume ausgestattet und gestaltet wurden. Das dazugehörige Datenset beinhaltet eine Auswahl von 20 Designs, die ihr auf hier produzierten Textilmaschinen bewundert werden können. Darunter befinden sich historische Motive wie, Achtung, der Biedermeier-Stil, das Granatapfelmotiv, Blumenbouquets, die französische Lilie, Greifenmuster oder die Ananasstaute. Alle Gewebe wurden und werden, und damit kommen wir zum vierten Datenset, auf Maschinen gefertigt, die mehr als 100 Jahre alt und noch immer funktionstüchtig sind. Farben, Muster und Maschinen, unsere Geschichte am seidenen Faden, spiegelt auch die eindrucksvolle sächsische Textilgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts wider. Macht mehr. Dankeschön. Dann gehen wir wieder nach Polen. Das Geologische Museum Henryka Teisiera von der Universität Breslau wird uns zu Fossilien aus Sosnica, mal sehen, ob ich das richtig ausgesprochen habe, wir werden es gleich nochmal richtig hören. Die Minute startet jetzt. Pozdrowienia z Wrocławia, gdzie jeszcze 6 milionów lat temu niewysokie wzgórza porastał gęsty, wilgotny, ciepłolubny las. Skąd o tym wiemy? Mówią nam o tym skamieniałości, które zostały znalezione w skałach w małej wiosce na południe od Wrocławia, Sośnicy. Skamieniałości te w połowie XIX wieku znalazł, zbadał i opisał Johann Heinrich Geppert. Zbiór ten był później jeszcze wielokrotnie badany i opisywany, a my zrobiliśmy fotografie w wysokiej rozdzielczości, odwzorowania cyfrowe, dane zapisaliśmy w schemacie Dublin Core i
przekazujemy je do Waszej dyspozycji. Dziękuję. Dankeschön. Von der Národní knihovna České republiky, der Nationalbibliothek der Tschechischen Republik, hören wir jetzt mehr zum Datenset zu den Denkmälern der Tschechischen Republik auf alten Bildern. Bitte. Dobrý den, ráda bych vám představila virtuální sbírku památky České republiky na starých vyobrazeních. Jedná se o kolekci 40 obrazových publikací, převážně z 19. nebo začátku 20. století. Mnohá místa z těchto publikací dnes již vypadají úplně jinak nebo jsou úplně zaniklá a sesbírané obrazy tak přináší svědectví o dávno zaniklých částech například Prahy. Například publikace Zmizelá Praha ukazuje místa, která s pražskou asanací přestala existovat a zbyly už jen fotky nebo vzpomínky. Ještě hlouběji do historie potom jdou publikace jako České hrady a zámky a tvrze France Hebra, odtud můžete vidět právě třeba Karlštejn, nebo publikaci Čechy vydavatele Jana Oty. Data nabízejí tak unikátní možnost srovnání s dnešním světem a příležitost k výletu do historie. Perfekt, danke schön. Und jetzt aus dem Naturkundemuseum Leipzig zum Datenset Tagebücher der Museumsdirektoren von 1932 bis 1946 werden wir vielleicht ein bisschen mehr erfahren, was die Direktoren denn da so aufgeschrieben haben. Bitte schön. Hallo, Grüße. Also wir haben ein Datenset aus TIFF- und Textdateien von 10 Museumsdirektoren-Tagebüchern. Und hierzu wurden die in Sütterlin und Kurrenschrift verfassten 10 Tagebücher gescannt und ein Transkript, das 549 Seiten umfasst, angefertigt. Die Tagebücher aus den Jahren 32 bis 46 sind wichtig und also die können halt eine wichtige Fragestellung näher beleuchten, und zwar, was macht Krieg mit einem Museum? Wie wurde im Nationalsozialismus mit Kulturgut umgegangen? Und wer kam wie an seinen Posten? Warum kamen die Leute an ihre Posten? Wie wurden diese wieder verloren? Wie war die generelle Grundstimmung? Gab es oder inwiefern gab es auch am Museum Zwangsarbeit? Und wie wurden die Räumlichkeiten des Museums, das in städtischer Trägerschaft sich befand, sonst noch so genutzt? Und das ist ziemlich spannend. Wunderbar, das war der erste Teil der One Minute Madness. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Es geht weiter mit Teil 2. Ich hoffe, alle, die jetzt dran sind, haben jetzt nochmal Luft holen können in der Pause, dass es jetzt quasi auch wieder so schön wie vorher hintereinander weggeht. Das erste Datenset der zweiten Runde kommt aus Teplice. Aus dem Regionalen Museum in Teplice. Es heißt Ex Libris Josefa Vachala und wir hören jetzt mehr dazu. Und die Minute startet. Yes. Pro tuto akci jsme se vybrali digitalizaci. This is not me. Pro tuto akci jsme si vybrali digitalizovanou sbírku Ex Libris Josefa Váchala, která je součástí Fondu umělecké historie Teplického muzea. Sbírka je součástí rozsáhlé sbírky Ex Libris, kterou muzeum získalo od sběratele Karla Pavelky a která mapuje vývoj československé Ex Libris mezi lety 1900 až 1975. Josef Váchal byl významnou českou osobností několika humanitních směrů, kromě teoretických oborů se věnoval umělecké činnosti a stal se zakladatelem tradice vysoké umělecké úrovně Ex Libris. Vytvořil 650 rytých a kreslených knižních značek pro více jak 200 odběratelů. Teplická sbírka Váchalových Ex Libris je ukázkou tvorby z let 1907 až 1952. Zajímavostí je část sbírky pro německé odběratele, která znázorňuje převážně teoretické scény. Josef Váchal byl odvážný i po formální stránce, inovoval grafické techniky, opustil tvůrčí tradiční formát Ex Libris a i v dřevorytu dospěl k dokonalosti. Váchalovou Ex Libris jsou vlastně volné grafické listy.
Okay, vielen Dank dafür. Vielleicht noch mal kurz der Hinweis für unsere Dolmetscher: Wäre es hilfreich, wenn Sie nicht ganz so durchziehen und ein kleines bisschen mehr zwischendrin atmen. Also gerne sonst ein paar Sekunden überziehen und ein kleines bisschen das Tempo reduzieren. Das wäre für unsere Dolmetscher und Dolmetscherinnen sehr hilfreich. Jetzt kommen wir zum Granitabbaumuseum Königshainer Berge. Frau Köhler wird uns jetzt mehr erzählen zum Datenset Harte Arbeit, schwerer Stein. Ja, 400 Jahre Handarbeit, 140 Jahre Industriegeschichte und das alles für einen Rohstoff, den die Zeitgenossen und auch wir heute tagtäglich mit Füßen treten. Ein Rohstoff, dessen Widerstandskraft und Zähigkeit sprichwörtlich ist, nämlich Granit. Das Granitabbaumuseum Königshainer Berge möchte den vielen Männern, Frauen und Kindern ein Gesicht geben, die in den Steinbrüchen der Oberlausitz und Niederschlesiens tagtäglich ihre Gesundheit und auch ihr Leben gaben und auch heute noch geben. Und wir sind uns sicher, mit euch gemeinsam werden wir nicht auf Granit beißen, sondern es schaffen, den Arbeiterinnen und Arbeitern eine Stimme zu geben und ihnen endlich die Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die ihnen gebührt. Wir hoffen, mit unserem Datenset eure Begeisterung zu wecken und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank. Jetzt hören wir von Frau Gassior vom Schlesischen Museum zu Görlitz mehr zum Datenset Hinterglasbilder aus Kaiserswalde, Lasowka, Grafschaft Glatz, Schlesien von 1750 bis 1900. Wir bringen etwa 140 Bilder, Hinterglasbilder aus einer Glashütte in Kaiserswalde, dem heutigen Lasowka in Glatzeland mit. Sie bestechen nicht nur durch ihre Farbigkeit, sondern verbergen auch viele sehr spannende Aspekte, zum Beispiel der Frömmigkeitsgeschichte. Wer sind die vielen Heiligen, die darauf abgebildet sind? Mit denen könnte man ein ganzes Kirchenjahr nacherzählen. Wieso steckt in Marias Brust ein Schwert? Oder auch der Sozialgeschichte. Ganze Familien von Glasmalern arbeiteten an der Herstellung mit. Wie waren diese Herstellungsprozesse? Wie war die Arbeitsteilung? Sie verwendeten auch die gleichen Vorlagen. Und oft aber entstanden die entstandenen Ergebnisse waren sehr unterschiedlich. Wieso unterscheiden sie sich so? Und wie waren die Vorlagen? Woher kamen sie? Wir sind sehr offen, sowohl für erkenntnisorientierte, auch forschungsnahe Ansätze, aber auch für spielerische Lösungen, wie Do-it-yourself oder LA-Anwendungen oder auch Heldengeschichten von Malern und Heiligen. Vielen Dank. Das nächste Datenset heißt Satirische Darstellung einer gescheiterten Stadtflucht in 32 Bildern mit Text. Es kommt vom Sorbischen Institut Bautzen und Frau Pressan wird uns jetzt erklären, was denn auf diesen Darstellungen zu sehen ist und von wann sie stammen. Ja, Sastupujo Srpski Institut, Kotrisos Ritschu, Stavisnami a Kulture Vujiskih Serbu Sabira. Also ich vertrete das Sorbische Institut, das sich mit der Sprache, Kultur und der Geschichte der Lausitzer Sorben beschäftigt. Wir haben aus unserem historischen Zeitungsbestand, also aus einer mittlerweile 170 Jahre alten Zeitung, eine politische Satire herausgesucht, die die Geschichte von Herrn Wessela fröhlich erzählt, der der Stadt den Rücken zukehrt, um die Freuden des ländlichen Lebens zu genießen. Und dargestellt werden seine Taten, Laster, Erlebnisse als die Geschichte eines lächerlichen Versagers, dem nichts gelingt. Und es ist eine Kritik an all denen, die sich nach der gescheiterten Revolution von 1848 aus der sorbischen Bewegung zurückzogen und resignierten. Idee, Bild und Text stammen von dem evangelischen Pfarrer Julius Eduard Wähler, ein cooler Typ. Und ich hoffe, ihr macht auch was Cooles draus. Dankeschön. Das nächste Datenset stammt hier aus dem Haus aus der SLUB. Dominik Stolz er ist der Leiter der Kartensammlung und wird uns zum Datenset Vermessen, Karten und Ansichten im Dreiländereck mehr erzählen. Bitteschön. Die Sächsische Landesbibliothek und ihre Vorgänger sammeln schon seit über 450 Jahren Bücher und Landkarten. Unser Begründer, Kurfürst August, war selbst als Kartograf tätig, der mit neuesten Messgeräten experimentierte.
Mit einer Mechanik zeichnete er auf einer 13 Meter langen Pergamentrolle die Fahrtroute zum Reichstag in Regensburg 1575 auf. Er fuhr mit der Kutsche auch durch das damalige Böhmen und wir stellen ein hochauflösendes Digitalisat dieser Rolle zur Verfügung. Insgesamt handelt es sich bei dem Datenset des LUB um 36 Karten und Ansichten von Städten, Flüssen und Grenzregionen in Tschechien, Polen und Deutschland aus dem 16. bis 20. Jahrhundert. Die Scans stammen aus der deutschen Fotothek, wo auch die IIIF-Manifeste verfügbar sind. Sie sind gemeinfrei und wir sind gespannt auf Ihre technischen Entwicklungen und Ideen. Sehr schön wären zum Beispiel die Übersetzung der Städtenamen oder geografische Features zu erkennen und zu beschreiben. Die Rolle selbst ist in der Mitte des Bildes zu sehen. Vielen Dank. Wir haben gerade schon wieder das Stichwort IIIF gehört. Da möchte ich auch noch was zu sagen. Und zwar haben wir morgen zu diesem Thema auch von Leander Seige von der Universitätsbibliothek Leipzig einen InShop, einen Workshop zu diesem Thema. Alle, die es interessiert, morgen Workshop zu diesem Thema. Jetzt kommen wir zum Datenset eines weiteren Projektpartners von Coding Da Vinci, und zwar von der Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen GmbH. Wir werden zum Datenset radikale Muster auf der Kaffeetafel Spritzdekor-Keramik aus Kolditz mehr hören. Bitte schön. Diese hier schon. Drei große Steingutfabriken produzierten in den 1920er und 30er Jahren in der Kleinstadt Kolditz avantgardistische Keramik. Ihre Dekore waren von der geometrisch-konstruktivistischen Kunst der Zeit, Kandinsky und Co. inspiriert. Die Muster wurden mit Airbrush-Pistolen aufgesprüht und konnten in den unterschiedlichsten Farbvarianten hergestellt werden. Das Kolditzer Steingut war damit radikal modern. Für die NS-Reichskulturkammer aber zu modern. Denn die verordnete kurz nach 1933 die Hinwendung zum Volkstümlichen und die Abkehr von allem Abstrakten, sodass die knallige Pracht bis zum Zweiten Weltkrieg fast gänzlich wieder verschwand. Das Schloss Kolditz, Teil der staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen, stellt euch die Fotos und Metadaten von 28 Stücken des avantgardistischen Steingutes zur Verfügung. Die Daten stehen unter CC BY und auf Museum Digital für euch bereit. Damit die Muster nie wieder verschwinden müssen, appellieren wir an den Airbrush-Artisten in euch und freuen uns auf Hacks, die genauso bunt und kreativ sind wie die Kolditzer Keramik. Dankeschön. Vielen Dank dafür. Also so eine Kanne würde ich mir auch gern zu Hause hinstellen, falls das ginge. Wo die Schnittmenge von Hornbach und Coding Da Vinci liegt, das hören wir jetzt bei einem speziellen Datenset. Das heißt Hammersammlung Ludwig Thumm und wird von der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin vorgetragen. Hallo, mein Name ist Nora und wir kommen vom Deutschen Technikmuseum in Berlin. Und vielleicht kennt ihr die Redewendung. Wenn man nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Aber was ist nun, wenn wir 850 Hämmer haben? Überall Nägel? Nein, mit einem Hammer kann man nämlich viel mehr machen, als einen Nagel in die Wand zu hämmern. Aber was genau? Genau das wissen wir nicht. Was wir euch mitbringen, sind nun über 5000 Fotos von Hämmern aus aller Welt für die unterschiedlichsten Zwecke. Es gibt einen Hammer zum Schmieden, einen Hammer für Zucker, wir haben einen Hammer aus dem Straßenbau und einen, um das Schnitzel zu klopfen. Das Interessante ist das Prinzip des Hammers, nämlich meine Kraft durch Beschleunigung zu verstärken, bleibt immer gleich. Und die Masse? Wir freuen uns auf jeden Fall über kreative Ideen für Anwendungen und wollen damit unseren Besuchern gerne die Hämmer aus aller Welt näher bringen. Vielen Dank. Ein Hammer wird wahrscheinlich auch zu finden sein in dem Gebäude, wo unser nächster Datengeber herkommt. Das ist die Stiftung Kraftwerk Hirschfelde mit dem Datenset Pläne und Fotos Kraftwerk Hirschfelde. Bitte schön. Asche, Aufgabetrichterwagen, Betriebswasserpumpenhaus, Charakteristik der Brennstoffe, Dampferzeuger, Elektriker, Entaschung, Entgasung, Economizer, Feuerungsmaurer, Ferndampfleitung, Filterascheförderanlage, Gurtbandförderer, Giesmannsdorf, Generatorgebäude, Gegenstromvorwärmer, Hochbunker, Hebezeuge, Hochdruckgasleitung, Induktor, Industrielabor, Jugendbrigade, Jahrestag. Nämlich 20. der DDR,
Kessel, Kesselgerüst, Kesselhaus, Kesselhausbunker, Kesselwärter, Labor, Leistungssteigerung, Lebensmittelmarken, Motorradabstellraum, Neiße, WHO, Schatzkessel, Organisationsplan, Produktionssteigerung, Qualitätssicherung, Rostasche, Roter Kessel, Reaktanz, Sammelschienenbrücke, Seibootkessel, Seitendorf, Turbinenfundament, Turchau, Umspanner, Umlenkturm, Vorwärmer, Wärmewirtschaft, Waschölleitung, Wortfindungsstörung, XYZ. Vielen Dank dafür. Respekt an unsere Dolmetscher. Das nächste Datenset kommt von der Studini und Wiedecka Knihovna Pilsenské Hokraje aus Pilsen, aus Tschechien. Und es heißt German Language Periodicals Published in Pilsen, also in Pilsen erscheinende deutschsprachige Periodika. Die Minute beginnt jetzt. Dobrý den. My jsme si vybrali pro Coding Da Vinci dataset německojazyčních periodik vydávaných v Plzni. To hlavně z toho důvodu, že je to zajímavý dataset multijazykového města, kterým Plzeň až do poloviny 20. století byla. Zdigitalizovali jsme přes 7000 jednotlivých čísel. Dataset zahrnuje 6 různých periodik, deníků i týdeníků, které krásným způsobem pokrývají soužití různých jazykových skupin v našem městě. Kromě denních zpráv, různých komentářů, se tam objevují také reklamy a inzeráty. OK. Najdete to přes Sparkuel, respektive RESTful API server, a je tam v tom zahrnuté všechno, včetně metadat, obrazových dat. Děkuji. Vielen Dank. Die Bibliothek in Pilsen war tatsächlich sehr fleißig. Sie haben uns nämlich noch ein zweites Datenset mitgebracht. Und zwar heißt dieses Osobnosti Regionu, also Persönlichkeiten aus der Region Pilsen. Und dazu hören wir jetzt mehr. Dobrý den, dámy a pánové. Je mou ctí představit další databázi z naší knihovny, a tou je regionální databáze osobností Plzeňského kraje, která nyní zahrnuje asi přes 6 000 záznamů. Databáze vznikala od roku 1991, potom byla automatizována, převedena do systému KIMS a potom více známého ALEF, a dříve byla každý rok publikována jako kalendárium. Poté byla umístěna tak na internetu, že byla snadno prohledatelná. V poslední době ji využíváme pro propagaci naší knihovny a dáváme na vědomost její existenci. Tohle je ukázka facebookové kampaně. Jak už jsem říkal, je tam přes 6 000 záznamů a databáze je dostupná přes Sparkle Endpoint anebo jako výpis aktuálních dat ke stažení ve formátu RDF. Slava Ukraine. Dankeschön. Was wohl vor 200 Jahren so modisch oder in war, das wird uns wahrscheinlich das nächste Datenset verraten. Es heißt En Vogue, illustrierte Modezeitschriften aus dem 19. Jahrhundert von der Universitätsbibliothek Chemnitz. Bitte schön. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen heute feinste Kleidung aus den 1840er Jahren. Die neueste Mode, die elegantesten Stoffe aus nah und fern. Wir haben sie dabei. Ich präsentiere Ihnen... Entschuldigung. Ich bringe Ihnen die Mode nach Hause. Ich präsentiere Ihnen heute zwei Zeitschriften. Der Elegante, eine Zeitung für den modebewussten Mann, der sich selbst im Klaren darüber ist, was er möchte. Und der Salon, eine Zeitschrift für die Dame und den Herrn zugleich. Wir bringen über 100 Illustrationen mit. Und mein Vorschlag an Sie: die Mode von heute könnte die Mode von gestern sein. Schauen Sie sich einmal dieses Kleid an. Es ist prachtvoll.
So, jetzt gehen wir zum Verein für Computergenealogie und hören mehr zum Datenset Deutsche und österreichische Gefallenenlisten des Ersten Weltkriegs Sachsen, Polen, Tschechien. Bitte schön. Ja, Computergenealogie, was wir sammeln, wir haben Sammlungen, aber das sind Sammlungen von Wissen über wirkliche, konkrete Menschen in der Geschichte. Und zu diesem Leben dieser Menschen gehört auch Krieg, der Erste Weltkrieg, Verlustlisten, das sind sozusagen die Kommunikationsmittel, mit denen die Menschen zu Hause damals erfahren haben, was mit den Soldaten im Krieg passiert ist. In zwei großen Crowdsourcing-Projekten haben wir Millionen solcher Datensätze abgetippt. Was kann man damit machen? Man kann sozusagen rauszoomen, das kartografisch angucken, vielleicht mit Messtischblättern zusammen oder so. Man kann aber auch reinzoomen, man kann einzelne Menschen, wie hier Stanisław Kowalski, zusammenführen und da sozusagen auch das sich anschauen, was mit ihm passiert ist, was nicht abgetippt ist, sondern in den Bilddaten ist. Vielen Dank. Dann gehen wir weiter wieder nach Breslau, zur Universität von Breslau, Institut für Kunstgeschichte und hören zum Datenset Kirchenarchitektur des Historismus in Schlesien und ihre Ausstattung mehr von Frau Seidel. Das kann ich nicht ganz gut aussprechen, aber ich versuche es. Kosesinska. I'm Joanna Lubos, Kozio. Oh, zweite Person. Okay, hätte klappen können. Bitte schön. Okay. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego prezentuje zbiór archiwalnych fotografii sprzed ćwierć wieku, które dokumentują najpiękniejsze budowle sakralne pochodzące z XIX i z początków XX wieku we Wrocławiu. Zdjęcia, które zostały wykonane w szlachetnej technice czarno-białej fotografii analogowej, zostały zdigitalizowane w wysokiej rozdzielczości i opisane obszernym zestawem metadanych. Prezentują one nie tylko architekturę kościołów, ale też i ich przebogaty wystrój. I fascynująca jest właśnie homogeniczność tych dzieł, w których kompleksowo zaprojektowana architektura, rzeźba, malarstwo, stolarka artystyczna składają się na spójną formalnie i ikonograficznie całość. Nie spóźnijmy się, by poznawać tę świetną architekturę i jej fotograficzny obraz. Podziwiajmy je razem. Dankeschön. So, und jetzt haben wir wieder eine sehr fleißige Datengeberin, Frau Prittmann vom Zuse Computermuseum, da die uns auch zwei Datensätze präsentieren wird. Das erste wird sein Bauelementesammlung der DDR in Streichholzschachteln. Bitte schön. Hallo, das Zuse Computermuseum zeigt die Entwicklung der IT-Geschichte und verbindet dabei Technik, Gesellschaft und Kunst in einem innovativen Ausstellungskonzept. Was habe ich Ihnen heute aus unserem Depot mitgebracht? Die kleinste Werkstatt der Welt aus elektronischen Bauelementen. Sie passt in eine Schuhschachtel und besteht aus 200 Streichholzschachteln, bestückt mit Transistoren, Dioden, Schaltkreisen und weiteren Bauelementen der DDR, welche neu, aber oft gebraucht, also zurückgewonnen sind. Dieses Bauelementelager legte sich ein Elektronikfreak zu DDR-Zeiten an, um eigene Computer zu bauen, aber auch Empfänger für Westsender. Die 208 Mediendaten liegen für 104 Schachteln vor, also das heißt Schachtelinhalt und Objekt wurde jeweils fotografiert als XML-Datei und natürlich mit Bilddaten. Die wie kleinen Quallen aussehenden Bauelementen warten gespannt darauf, in ihren Schachteln zum Leben erweckt zu werden. Wunderbar, und dann dürfen Sie auch gleich weitermachen zum Datenset mit der Stadtnummer 35 zum Zuse-Rechner. Bitte schön. Eine Welt ohne Computer, Smartphones, Tablets? Unvorstellbar. Doch wie hat die Entwicklung begonnen? Mit unseren Dinosauriern der IT-Geschichte, den Zuse-Rechnern, welche im ZCOM Zuse Computermuseum stehen. Die 2x4 Meter großen und eine Tonne schweren Kolosse passten damals noch in keine Hosentasche.
Bereits 1955 begann die Zuse KG mit der Serienfertigung der Z11, die noch mit Relais arbeitete. Schneller war die Z22 mit Röhren und noch schneller dann 1961 die Z23 mit Transistoren. Aber Konrad Zuse dachte sich, wenn der Computer schon für mich rechnet, wäre es doch toll, wenn er auch für mich zeichnet, und baute 1961 auch den Plotter. Diese 14 Dateien oder Objekte liegen als Bild- und Metadateien natürlich vor, und wir sind gespannt, kombinieren Sie unsere Zuse-Rechner mit Ihren bunten und kreativen Ideen. Wunderbar, herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt zu einem Datenset vom SAFE-Projekt, das an der SLUB Dresden angegliedert ist. Martin Morgenstern wird uns das Datenset Privatfilme Hirsch vorstellen. Bitte schön. Guten Tag, ich grüße Sie. Für mich ist das hier ein Heimspiel, wie gerade schon gehört. Die Daten entstammen einem Drittmittelprogramm, was hier im Haus angesiedelt ist und in dessen Rahmen wir jährlich ca. 30.000 Filmminuten digitalisieren. Drei kurze Filmausschnitte aus diesem Programm haben wir Ihnen zur Verfügung gestellt und möchten Sie ermutigen, damit Zeitmaschinen zu bauen. Da wäre einerseits Albert, ein kleiner Junge mit seiner Seifenkiste, der durch die Stadt Borna rast, also da sind Spieleanwendungen oder Ähnliches denkbar. Und andererseits haben wir Filme aus dem alten Dresden, aus den 30er Jahren, wo wir uns vorstellen können, dass diese Filme georeferenziert werden und eventuell Anwendungen für Kultur oder Tourismus gebaut werden, die helfen, das filmische Erbe sozusagen in die Gegenwart zu katapultieren und Anwendungen damit zu bauen und sich auszudenken. Viel Spaß, ich freue mich auf Interessenten. Dankeschön. Und jetzt noch auf die Bühne bitte ich Emilia Quodda von der Ossolinski-Nationalbibliothek Breslau mit dem Datenset Breslau-Dresden Kulturerbe und Stadtgeschichte. Bitte schön. Ossolineum to wyjątkowa instytucja, która posiada zbiory sztuki, książki, rękopisy. Z tego bogactwa wybraliśmy tylko 70 przedstawień Drezna i Wrocławia, dwóch miast, i wizerunki graficzne z metadanymi ukazują dawne uliczki, architekturę, panoramy miast, ale też właśnie małe szczególiki, życie codzienne, co zaprasza nas do doskonałej zabawy, na przykład wyszukiwanie osobliwych detali. Mamy nadzieję, że nasz zbiór danych może stworzyć mosty między naszymi miastami, między przyszłością a teraźniejszością, między naszymi kulturalnymi instytucjami i branżą IT. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli nasze dane zostaną połączone z danymi z innych instytucji, z tej edycji Coding Da Vinci, żeby stworzyć taką wirtualną mapę graficzną naszego transgranicznego regionu, może z jakąś grą typu co to za region, co to za miasto. Dziękuję. Dankeschön. So, das war Teil 2 der One Minute Madness. Herzlichen Dank allen. Und für Zoom, für die Datengeberinnen und Datengeber, die jetzt gleich präsentieren werden, ich moderiere Sie an. Bitte heben Sie dann Ihre Hand online in Zoom. Da gibt es diese kleine Funktion, diese kleine Ikone, die man auswählen kann. Bitte da ein Zeichen geben, vielleicht auch winken, aber noch nicht das Mikro anmachen in dem Moment. Ich kriege dann ein Zeichen von der Technikregie, dass die Technikregie euch quasi gefunden hat, und dann kriegt ihr von mir das Zeichen, dass ihr das Mikro anmachen dürft. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Dann würden wir auch mit dem ersten Datenset starten. Dann sollte sich jetzt bitte die Jagellonische Bibliothek, die Vertreterin, einfach mal melden über Zoom, bitte. Bitte in Zoom die Hand heben. Und das Mikro darf angeschaltet werden. Realizacja. Jawohl, jawohl. Ja, 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 ale wyglądam jak Kopernik. Kopernik, który został. Do udziału w hackathonie zgłosiliśmy dwa wybrane tematy, które są związane z wybitnymi postaciami kultury i nauki. Mikołajem Kopernikiem i Fryderykiem Chopinem. Wszyscy znamy Fryderyka Chopina, który napisał naprawdę świetne arcydzieła,
A w tym momencie chciałabym się w głównej mierze skupić na naszych danych, które dotyczą Mikołaja Kopernika. Mija prawie 500 lat od powstania słynnej teorii heliocentrycznej astronoma i odkrycie, że to Ziemia krąży wokół Słońca, było ogromnym przełomem w dziejach ludzkości. Mikołaj Kopernik prawie 500 lat temu rozpoczął pracę nad najcenniejszą polską księgą, która znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, czyli słynnym De Revolutionibus Orbium Coelestium, czyli o obrotach sfer niebieskich. Pogląd, że Słońce leży w centrum Wszechświata, a Ziemia krąży wokół Słońca, został wyrażony na długo przed teorią kopernikańską, ale dopiero Mikołaj Kopernik udowodnił to w sposób naukowy i niepodlegający dyskusji. Nasz manuskrypt znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej i został on własnoręcznie napisany przez Kopernika po łacinie. W naszych zbiorach są zdigitalizowane również inne obiekty, które zwiążą się w ten sposób z astronomią, z nauką i nawiązują do teorii kopernikańskiej. Nasze zdigitalizowane zbiory są udostępniane na platformie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Udostępniamy je w plikach PDF, również posiadamy pliki archiwalne w postaci TIFF-ów. Są one w najwyższej dostępnej rozdzielczości. Nasze zbiory chcielibyśmy przede wszystkim wykorzystać w związku z rocznicą 550 urodzin i 480 rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. I w 2023 roku szykuje się ogromne wydarzenie na Uniwersytecie Jagiellońskim, w którym również będzie brała udział Biblioteka Jagiellońska. Chcielibyśmy stworzyć wirtualną wystawę, materiały promocyjne i w jaki sposób wykorzystać je w dalszej naszej pracy. I w... Die Minute ist nasza... ein bisschen lang gewesen. Das war der erste Test. Najcenniejsze rękopisy, a szczególnie autografy. I te autografy służą do pracy badaczom, specjalistom, szeroko pojętym szopiniologom. Die Einrichtung, die Bibliothek hat noch ein zweites Datenset dabei zu Chopin. Bitte halten Sie die Minute ein. Ich werde jetzt doch noch mal stoppen. Und es geht los. Tak? Halo? Słychać mnie? Tak, słychać. Dobrze, dobrze. Nasza druga kolekcja, tak zwana Chopiniana, są to zbiory, które są, stanowią bogatą kolekcję przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej najcenniejszych rękopisów, pierwodruków, afiszy. Szczególnie jeśli są to autografy. Cztery z poniższych prezentowanych rękopisów Fryderyka Chopina zostały wpisane na listę krajowych programów UNESCO Pamięć Świata. Ten zbiór służy przede wszystkim na co dzień szeroko pojętemu gronu chopiniologów, ale chcielibyśmy je bardziej spopularyzować, aby one były dostępne dla szerszego gronu społeczeństwa. Dziękuję. Wunderbar. Das hat sich doch ganz gut ausgeglichen, so ungefähr. Jetzt kommen wir zum Datenset des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig. Die historische Daguerreotypen von der Fotorevolution in Leipzig. Und das hören wir von Frau Degner. Genau, Frau Degner sehen wir. Dann kann Frau Degner jetzt starten. Bitte schön. Ja, wir sind mit unserer Sammlung historischer Daguerreotypien dabei. Das sind Fotografien und jede davon ist ein Unikat. Es war das erste kommerziell nutzbare fotografische Verfahren und ist deswegen sehr besonders. Für uns ist es eine ganz besondere Sammlung, weil wir alle Fotografien der ersten Berufsfotografin Europas haben, von Bertha Wehnert-Beckmann. Da sind viele Porträts von ihr dabei und ich würde mich freuen, wenn die Porträts ein bisschen zum Leben erwachen könnten. Sie finden die Daten als hochauflösende TIFF-Dateien, die Metadaten als CSV. Da ist ziemlich viel Verschiedenes dabei, Datierung, dargestellte Person. Ja, und ich würde mich freuen, wenn tatsächlich die Personen im Fokus stehen würden, die Porträts genutzt werden könnten. Perfekt, vielen, vielen Dank. Dann Frau Degner, bitte die Hand wieder senken. Da klingelt noch ein bisschen was, genau. Dann bleiben wir jetzt in Leipzig. Die Universitätsbibliothek Leipzig
ist als nächstes an der Reihe mit der Münzsammlung der Universitätsbibliothek Leipzig. Da haben wir auch schon Leander Seige, der ist schon am Start. Dann kann es losgehen. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich die außergewöhnlich umfangreiche numismatische Sammlung der Universitätsbibliothek Leipzig vorstellen darf, die Objekte aus allen Epochen der Menschheit und aus allen Erdteilen enthält. Viele kleine interessante Kunstwerke, eine große Vielfalt an Formen und Materialität und spannende Selbstdarstellungen der jeweils herrschenden Menschen sind in der Sammlung zu finden. Von den 90.000 Objekten in der Sammlung sind 30.000 inzwischen digital verfügbar, und zwar unter der CC0-Lizenz. Das bedeutet, ihr dürft mit diesen Bildern und den Daten machen, was ihr wollt. Die Daten sind per UAI, PMH als Lido XML stehen die zur Verfügung, und natürlich können Sie per IIIF besonders bequem und komfortabel in eigene Webanwendungen direkt integriert werden, ohne. Danke, Leander. Vielen Dank dafür für deinen Beitrag. Wir gehen zurück nach Dresden. Und zwar zum DAM, zur Sammlung mathematischer Modelle von der TU Dresden. Das Datenset heißt Digitales Archiv mathematischer Modelle. Da müsste Herr Pessler jetzt, wunderbar, ist auch schon bereit. Dann beginnt die Minute jetzt. Das Digitale Archiv mathematischer Modelle ist die Infrastruktur zum Verwalten und Nutzen von sowie Forschen, Lernen und Lehren an und mit materiellen dreidimensionalen mathematischen Modellen. Im stetig wachsenden, aktuell sind ca. 1000 Objekte eingetragen, und für alle frei zugänglichen und seit wenigen Tagen auch multilingual angebotenen Portal werden zu jedem Modell Fotos, Beschreibungstexte und kuratorische Daten veröffentlicht. Darüber hinaus können weitere Daten hinterlegt werden, die für die Verwaltung nützlich und nötig sind, zum Beispiel Angaben zur Provenienz. Annotationen von zum Beispiel historischen Aufzeichnungen wie Katalogseiten, Literatur zum mathematischen Thema oder Nutzungshinweise für die Lehre runden das statische Angebot ab. Für interaktive Inhalte, zum Beispiel 3D-Ansichten oder GeoGebra-Applets, steht eine sogenannte Mediabox zur Verfügung. Ihre Nutzungsmöglichkeiten gilt es zu ergründen. Wir haben bereits einige Ideen zu Verbesserungen und sind gespannt, was ihr für Potenziale seht, wie man Mathe sexy verpacken kann. Warum? Wir gehen von Mathematik zum Naturalienkabinett Waldenburg, ein auch sehr besonderes Datenset, die barocke Seesternsammlung. Da hören wir jetzt Frau Nagy. Frau Nagy, bitte die Hand heben. In Zoom. Perfekt, wunderbar. Dann beginnt Ihre Minute jetzt. Frau Nagy, wir hören leider nicht. Jetzt? Ist jetzt alles? Okay, ich gehe mal davon aus. Also unsere See-, Haar- und Schlangensterne, gefunden im Barock, stammen sie aus allen Meeren der Welt. Beschrieben und geordnet vom Apotheker Link, verewigt 1733 in einer wissenschaftlich anerkannten, bedeutsamen Monographie des Stellus Marinus Liber Singularis. Gezeigt in seiner barocken Wunderkammer, verkauft nach Waldenburg, dort in den Dornröschenschlaf gefallen, verfallen, gerettet von kundigen Präparatoren, geschützt in der neuen Begleitausstellung und digitalisiert auf Museum Digital mit hochauflösenden Fotos und Metadaten der Objekte und Arten. Jetzt Coding Da Vinci. Unsere Sterne, die Abbildungsoriginale der Monographie, charaktervoll und charismatisch, mal winkend, mal rennend, verschmitzt, keck, traurig, aber immer filigran, verletzlich und leichenblass. Gebt ihnen ihr Funkeln und ihr Leuchten zurück. Denn so wie die Sterne vom Himmel strahlen mit einem Licht, welches schon längst erlosch, möchten auch unsere Sterne wieder strahlen durch euch. Dankeschön. Schön, schön. Vielen Dank.
Die Vertreter des nächsten Datensets konnten leider nicht dabei sein. Die sind heute verhindert. Mal schauen, ob wir eine Folie trotzdem vom Nationalmuseum in Breslau haben. Genau, das war die Folie dazu. Das macht aber insofern nichts, als dass das Datenset online steht. Wir haben aus Ostrava von der Märkisch-Schlesischen Wissenschaftlichen Bibliothek einen Vertreter, jetzt wird nochmal gewunken, Video einschalten, also bitte nochmal das Video einschalten, von der Märkisch-Schlesischen Wissenschaftlichen Bibliothek in Ostrava. Das Datenset heißt auf Deutsch Holzkirchen in Jeschin, Schlesien. Haben wir einen Vertreter da? Herr Trahotuschski? Jawohl, das Mikrofon bitte noch einschalten. Dann beginnt Ihre Minute jetzt. Dobrý den, naše Moravskoslezská vědecká knihovna je krajskou knihovnou, která má více než milion svazků dokumentů ve fondu a více než 15 let se věnuje digitalizaci významných regionálních dokumentů, monografií a periodik. Naše datová sada je digitalizovaná kniha o dřevěných kostelích v polské a české části Těšínska, které vznikaly od 17. století. Kniha je přístupná na naší digitální knihovně Moravskoslezského kraje, kde jsou obrázky ve formátu JPEG, jsou tam textové přepisy stran a bohatá metadata. A kniha je významná právě tím přesahem do Polska i do Česka, ve využití primárních pramenů, které vlastně vedly ke vzniku té knihy. Kniha nám popisuje náboženský život v těch obcích. Můžeme vidět nebo dovědět se informace o vzniku, vzhledu, historii těch kostelů a vlastně získáváme tak informace o osudech kostelů, které už často v současnosti ani neexistují. So, die Minute ist rum. Vielen, vielen Dank und viele Grüße nach Tschechien. Wir haben vom Museum für Naturkunde Berlin ein Video, eine Videobotschaft bekommen, die leider nicht in dem Format ist, dass wir es abspielen können. Das tut uns leid. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass wir drei Datensätze insgesamt noch haben, wo leider heute keine Vertreter präsentieren können. Und zwar ist es das Museum für Naturkunde Berlin, die Ehrenberg-Zeichnungen. Das finden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter der Stadtnummer 41 in Gethertown. Dann können Sie sich gerne anschauen. Dann haben wir die Uniformen nach dem Freiberger Fuß von 1768 von der Universitätsbibliothek der TU Bergakademie Freiberg unter der Stadtnummer 42 in Gethertown verlinkt. Und aus Kadan, aus dem Franziskanerkloster, haben wir das Datenset mit der Stadtnummer 43, finden Sie auch auf Gethertown und auf der Internetseite. So, das war die One Minute Madness, das waren alle Datensets. Herzlichen Dank allen, die präsentiert haben, herzlichen Dank auch den Datengeberinnen und Datengebern, die jetzt von zu Hause noch präsentiert haben.